Moin Leute und willkommen bei Lost Ark. Ich wollte heute ein bisschen mit euch reden. Und zwar haben wir ein paar Probleme im Spiel, die wir mal ansprechen müssen, weil es auf der einen Seite wichtig ist, darüber zu sprechen, auf der anderen Seite ich es verstehen kann und auf der noch anderen Seite, ich weiß nicht, wie viele Seiten das ganze Ding hat, auch leicht erschreckende Sachen, muss ich sagen. Wir machen das Ganze, während wir der Skaluda den Arsch aufreißen, weil ich muss den eh noch machen. Heute noch keinen täglichen Content gemacht. Wir haben es gleich 19 Uhr. Ich bin ein bisschen fertig von der Arbeit. Ich bereite mich irgendwo emotional aufs Festival vor. Und ja, wir können auch kurz gucken, ob jemand irgendwie Hilfe haben möchte. Nicht DPS. Gut, wenn das jemand haben will, machen wir es einfach über Matchsuche. Da findet man immer was. Ja, wir reden heute übers Quitten. Übers Spielquitten. Ich habe heute schon wieder eine unruhige Nachricht bekommen eines Zuschauers, der jetzt auch überlegt, erstmal Lost Ark beiseite zu legen. Und das kann er natürlich auch machen. Die Gründe dafür sind noch ein bisschen scheiße. Und zwar hatten wir ja schon die Gründe der toxischen Community hatten wir auch schon oft, dass immer wieder Leute das Spiel quitten wollen oder es auch tun, weil einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. Und jetzt ist einem Zuschauer Folgendes passiert, dass er aus seiner Gilde geworfen wurde, allerdings aber auch nicht weiß warum. Oh, treffe ich ihn? Ah, herrlich! Sehr gut. So fängt das Video gut an. Einfach aus Gilden geschmissen werden ohne einen triftigen Grund ist auf jeden Fall ein ziemlich ätzender Punkt und eigentlich auch der Grund, warum ich damals eine eigene Gilde aufgemacht habe, weil ich Gilden an sich nämlich scheiße finde. Eben genau aus solchen Gründen, dass Gildenaktivitäten irgendwann, sag mal, Leute, kontert ihr bitte mal, dass sich Gildenaktivitäten irgendwie wie Arbeit anfühlen und halt auch gildenintern immer oft Probleme entstehen, wo man dann irgendwann unzufrieden wird. Ich stehe maximal falsch. Unzufrieden wird und einem das sehr schnell das Spiel versauen kann, ist mir schon oft passiert in Spielen. Destiny wäre so ein Punkt, Warframe wäre so ein Punkt, alle Spiele, die ich ultra gern gespielt habe, aber aufgrund von toxischen Gilden oder toxischen Spielern wird einem da sehr schnell der Spielspaß geraubt. Würdet euch bitte nicht bewegen, das wäre herzlich, danke. Und ich finde das ein bisschen erschreckend. Ich selbst habe immer noch sehr viel Spaß an Lost Ark. Da war ich nicht in der richtigen Position. Bin aber selber auch überlegen, langsam mal ein kleines Päuschen einzulegen. Aber nicht aufgrund von irgendwelcher Toxicity oder sowas, sondern einfach nur allgemein. Da ich das Spiel ja seitdem es draußen ist, eigentlich konstant spiele. Also wirklich jeden Tag. Ach, diesmal kriege ich das hin. Ich spiele das Spiel jeden Tag, seitdem es rauskommt, außer einmal, wo ich kurz mit meinem PC Probleme hatte. Da konnte ich halt einfach nicht. Aber ansonsten spiele ich es wirklich immer. Es ist weniger geworden momentan. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ja, ich habe auch überlegt, ob ich mal ein kleines Päuschen einlege. Einfach überall ein bisschen Ruhebonus sammle und dann später wiederkomme. Der Witz ist ja aber jetzt, dass am Donnerstag das neue Update kommt. Und dementsprechend ja eigentlich dann wieder neuer Content da ist. Aber vielleicht braucht man auch hin und wieder einfach mal eine Pause von dem ganzen Ding. Lieber wieder sammeln oder auch mal was anderes fokussieren. Ich würde auch mal ganz gerne langsam wieder ein anderes Spiel spielen. Die Tage Battlefield 5 gespielt. War sehr, sehr gut. Natürlich wieder völlig dominiert, weil ich bin einfach ein krasser Typ. Gar keine Frage. Aber dass man sich auch mal wieder ja, anderen Sachen zuwendet. Und da gucke ich mal, wie ich das mache. Ob ich die Tage auch mal so ein kleines Päuschen einlege. Nee, du bleibst schon hier. Okay, ich habe nicht gekontert, aber egal. Der Versuch war da. Gar keine Frage. Da wäre natürlich die Frage, ob ihr auch schon Erfahrung damit gemacht habt. Auch nicht mein Konter, ich hasse es. Dass euch irgendwas am Spiel den Spielspaß nimmt. Ich meine, ich versuche ja schon mal möglichst, dass wir freitags den ganzen Bomben zusammen machen, richtig schön entspannt. Aber was Gildentechnisch angeht, kann ich da halt leider nicht helfen, da wir da auf demselben Server sein müssen. Da könnte natürlich so ein Server-Transfer auf jeden Fall Abhilfe schaffen.
Aber der muss dann auch erstmal erscheinen. Und ich glaube, bis dahin vergeht noch eine ganze Weile Zeit. Ich habe mich selber nicht getroffen. Das ist doof. Egal, stell dich nach. Finde ich auf jeden Fall sehr schade, dass immer mehr Leute das Spiel aufhören. Und das halt nicht aufgrund von Langeweile, weil das wäre halt noch irgendwo ein verständnisvoller Punkt. Endlich mein Konter. Wo man einfach sagt, ja, ist einfach nichts mehr zu tun, wirklich. Und du kannst einfach nichts, einfach kacke und alles soweit. Sondern dass man wirklich halt aufgrund von spielinternen Mitspielern so eine kleine Hasskappe kriegt. Meine aktuelle Gilde zum Beispiel, die wirkt auch nicht mehr wirklich frisch. Also ich glaube, da ist auch irgendwas im Argen. Ich weiß nicht, ob ich die schon als tot bezeichnen würde, aber irgendwie ist da auch nicht mehr so viel zu holen, was das angeht. Ich meine, ich laufe auch mit meiner Gilde kein Content. Mein Konter, ich bin der Geilste. Da ich einfach so lacker, wie ich halt bin, so viel GS mittlerweile zugemacht habe, dass ich der zweithöchste aus dem Clan bin. Und ja, eigentlich den ganzen Content, den die laufen, gar nicht mehr laufen kann oder muss. Wobei ja auch das Problem war, dass der Gildenleiter ja eigentlich auch immer nur Argos Phase 1 läuft, um den neuen Gildenmitgliedern zu helfen oder einfach Gildenmitgliedern, die halt noch nicht so fit darin sind oder sich das einfach noch nicht zutrauen. Dementsprechend bin ich eigentlich immer nur mit einem einzigen dieser Gildenmitglieder dann im Stream die Sachen gelaufen. Und ich glaube die Gilde ist langsam auch OP. Also zumindest habe ich das so im Gefühl. Ich hocke da erstmal noch ein bisschen drinne. Ich schaue mir das noch ein bisschen weiter an. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr lange gut gehen. Wenn ich ehrlich bin. Hält mich jetzt nicht davon ab, das Spiel zu spielen. Ich meine, wir machen ja freitags ja immer noch zusammen den ganzen Bums. Dementsprechend bräuchte ich so gesehen zum aktuellen Zeitpunkt ja auch eh keine Gilde. Die Boni sind natürlich nett. Dann wird sich umschauen müssen. Ja, auf jeden Fall sehr schade, die ganze Sache. Aber ich habe auch schon überlegt, ob wir auch mal zusammen einfach mal am Wochenende mal was anderes streamen. Battlefield wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gerne mal wieder reinschauen würde. Die eine Runde, die ich ja gespielt habe, die auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr nett. Einfach auch mal wieder ein bisschen Abwechslung zu kriegen und so weiter und so fort. Sehr nett. Okay, Spieler 1 hat anscheinend reingeschissen. Weil der musste mal zurücklaufen, hat sicher das falsche Bild dabei gehabt, man kennt's. Aber auf ihn warte ich jetzt nicht. Und kriegt er halt jetzt weder Heilung noch sonst was ab. Ja, müssen wir mal schauen. Und ja, ich bin auch mal auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Wie das bei euch gerade so momentan alles aussieht. Würde mich mal sehr interessieren. Ich würde auch gerne mal reinschreiben, ob einer von euch eigentlich auch auf dem Server Sirius ist, also auf meinem Server. Das war nicht mein Counter, egal. Ich bin froh, dass er ihn rausgehauen hat. Weil ich habe ja immer noch weiterhin eine eigene Gilde, die Kinderriegelbande. Ist halt auch eine tote Gilde, völlig klar. Aber vielleicht müsste man die mal wieder rehabilitieren. Und einfach da wirklich, das was ja von vornherein sein sollte, so eine Just-for-Fun-Gilde. Ohne Zwang, ohne alles. Wo man sich einfach ein bisschen austauschen kann. Müssen wir mal schauen. Ob da irgendwas machbar ist, aber ich glaube eher nicht so. Da ist ja der Piepmatz. Au, weiterhin. Ich meine, ich habe ja momentan auch irgendwie ziemlich viel privat am Machen. Also ich komme momentan auch so auch nicht zum Spielen. Aber ich finde doch mal ganz gut, dass man wieder ein bisschen Privatleben hat. Also meine Anfangszeit von Lost Ark, die war ja richtig schlimm mit mir. Da habe ich ja gar nichts mehr gemacht, außer das Spiel zu spielen. Ist vielleicht, maybe, nicht unbedingt das Gesündeste, was man machen kann. Aber ne, wenn du schon mal so ein Spiel so hype sind, dann musst du das auch in vollen Zügen auskosten. Das war ein Zufallskonter, aber ich nehme ihn dankend an. Da wird nochmal ganz kurz reingeheilt. Da wird irgendwie wieder direkt hingelegt. Und weiter geht's.
Bin auf eure Meinung mal gespannt. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ey, welche Spiele zum Beispiel euch sonst noch weiter vorstellen könnt, dass wir mal ein bisschen dieser Abwechslung reinbringen. Ich werde es am Wochenende mal versuchen, ob das Anklang findet. Wir werden mal ein bisschen Battlefield 5 streamen. Also jetzt nicht, dass ihr gedacht habt, ich rede über Battlefield 2042, ne? Also das ist ja wohl das absolute Mob-Game überhaupt. An Battlefield hatte ich mir immer sehr, sehr viel Spaß. Und dass man da vielleicht mal wieder reinguckt. So, wo wollen wir da hin? War nicht mein Kondor, scheißegal. Auf da. Toll. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Zur Not kann man es ja aber auch so machen, dass man einfach sagt, man macht einfach Spielpause und dann am Freitag eskaliert man dann halt mit den Abgrund-Dungeons einmal rein. Dann hat man den ganzen Content auch, das ganze Gold. Und irgendwann kommt man dann halt gestärkt wieder zurück. Mal sehen. Oder wir müssen den Vogel konzentrieren. Da liegt er schon wieder. Das ist doch jetzt allerliebst. Ja, wir wollen ja diesen Freitag wieder hoppala. Vielleicht den Konter machen müssen. Diesen Freitag ist ja wieder Waldern angesetzt. Also allgemein alle Abgrund-Dungeons, die so verfügbar sind. Da mache ich aber nochmal ein eigenes Video zu. Problem ist immer, wenn der Vogel jemanden greift, da kann ich ihn leider nicht schilden. Also ich kann ihn nicht von dem Schaden, den er dadurch bekommt, fernhalten. Ist ein bisschen ärgerlich, aber hat natürlich auch so eine Berechtigung. Entsprechend habe ich ihn gerade geschildert, nachdem er losgelassen wurde. Damit er, wenn er wieder steht, schon mal die erste Heilung wieder Interesse hat. Ja, 5 Minuten 36 ist eine okay Zeit. Ist aber so zwischen so 5 Minuten sollte man für das Kaludo gebrauchen. Sieht so stylisch aus mit meiner Sonnenbrille. Seht ihr nicht richtig, aber ihr seht sie doch richtig. Ja, darüber wollte ich mal kurz euch kurz gesprochen haben. Dass ich es auch eher schade finde, dass die Spielerzahlen zurückgehen. Gerade auch wenn man die Bot-Problematik bedenkt, weil wir haben ja immer noch ein massives Bot-Problem. Das aber, glaube ich, nicht wieder aufhören wird, weil. Eieiei, da ist viel, da läuft viel verkehrt. Ja, ich bin so gesehen eigentlich beinahe Vykas ready. 14:27 haben wir auf der Uhr. Ich würde jetzt einfach die ganze Woche noch ein bisschen Metz ranholen und am Freitag ein bisschen aufwerten. Ist so mein Plan momentan. Und dann schauen wir mal, wie das alles so wird. Auf eure Kommentare bin ich gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video ein bisschen was anfangen. Ich habe überlegt, dass ich doch nochmal für jeden Abgrund-Dungeon einen Guide mache. Denn wenn jetzt das Abyss, die Abyss-Herausforderung kommen, dann kann man die alten Dungeons ja wieder auf der richtigen Schwierigkeit so gesehen spielen. Und ja, dann ist das nicht mehr so ein Durchgecheese, wie das ja momentan aktuell der Fall ist. Ich überlege mir da was. Habt noch einen schönen Tag, ne? Viel Spaß in Lost Ark. Lasst euch nicht ärgern, ne? Weiß auch, wenn alles oder ein bisschen alles viel ätzend ist. Genießt den Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dahin. Haut rein.